Nachdem eine Aussage von Hans-C. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, zu einem möglichen Punktabzug für den BVB für Aufsehen gesorgt hatte, sprach dieser nun erneut über das Thema. Nach zahlreichen Vergehen der Dortmunder Fans in der Bundesliga, gerade mit Blick auf die steten Anfeindungen gegenüber Hoffenheim-Metzen Dietmar Hopp, merkte Lorenz gegenüber den Ruhrnachrichten an, dass Sanktionen bis hin zum Punktabzug möglich wären. Gegenüber Bild sprach Lorenz nun erneut über die Situation: "Es ist mein Bestreben, nicht in den sportlichen Wettbewerb einzugreifen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Punktabzug kommt, halte ich auch für gering, ich kann und will es aber nicht ausschließen. Marco Reus, Robert Lewandowski und Co., die größten Chancentode der Liga, 19 Spiele, 13 Tore, Marco Reus spielt die vielleicht beste Bundesliga-Saison seiner Karriere. Der BVB-Kapitän könnte aber noch einige Treffer mehr auf seinem Konto haben. Das zeigte das Auswärtsspiel in Frankfurt 1:1, als Reus mehrere gute Tormöglichkeiten ungenutzt ließ. Der 29-Jährige zählt zu den größten Chancentoten der Liga. Spox liefert mit Hilfe von Datendienstleister Opta einen Überblick. Platz 6 geteilt André Kramaric, TSG Hoffenheim, 7 vergebene Großchancen. Platz 6 geteilt, Nicolas Gonzalez, VfB Stuttgart, 7 vergebene Großchancen. Platz 6 geteilt, Nils Petersen, 7 vergebene Großchancen. Platz 6 geteilt, Alfred Finnbogason, 7 vergebene Großchancen. Platz 6 geteilt, Salomon Kalou, Hertha BSC, 7 vergebene Großchancen. Platz 5 geteilt, Sebastian Haller, Eintracht Frankfurt, 9 vergebene Großchancen. Platz 5 geteilt, Vedat Ibišević, Hertha BSC, 9 vergebene Großchancen. Platz 4 geteilt, Luka Jovic, Eintracht Frankfurt, 11 vergebene Großchancen. Platz 4 geteilt, Alassanepelea, Borussia Mönchengladbach, 11 vergebene Großchancen. Platz 3 Timo Werner, RB Leipzig, 12 vergebene Großchancen. Platz 2 Marco Reus, Borussia Dortmund, 13 vergebene Großchancen. Platz 1 Robert Lewandowski, FC Bayern, 17 vergebene Großchancen. Die Intention des Sportgerichts sei es, mit der Sanktion an die Eigenverantwortung der Fans zu appellieren. Sie haben es jetzt selbst in der Hand, ob sie in den nächsten 3 Jahren nach Hoffenheim dürfen oder nicht. Am Samstag empfängt Borussia Dortmund die TSG 1899 Hoffenheim, 15:30 Uhr im Live-Ticker. Die heimischen Fans stehen dann unter besonderer Beobachtung.